hier ist die aktuelle Kamera mit dem Wochenrückblick von Samstag, dem 16. Dezember 2023. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dass die Politik in der Corona-Zeit nicht vergessen wurde, zeigte eine Demonstration in Karlsruhe. Der SWR berichtet. In Karlsruhe haben sich am Sonntag rund 6.000 Demonstrantinnen und Demonstranten versammelt, um beispielsweise gegen die Corona-Impfpolitik während der Pandemie zu protestieren. Aufgerufen wurde zur Großdemo auf dem Platz der Menschenrechte vor dem Zentrum für Kunst und Medien ZKM ab 11 Uhr am Sonntag vom sogenannten ZAAVV, dem Zentrum zur Aufarbeitung, Aufklärung und juristische Verfolgung und Verhinderung von Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund der Corona-Maßnahmen, für das sich der Jurist Ralf Ludwig verantwortlich zeichnet. Es wurden Strafverfahren gefordert, unter anderem gegen Politiker und Juristen. Angemeldet wurde die Kundgebung mit rund 1.400 Teilnehmern. Sowohl die Polizei als auch die Veranstalter sprachen von etwa 6.000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Zur Demonstration waren Menschen mit Plakaten und Bannern gekommen, auf denen unterschiedlichste Aussagen zu lesen waren. Unter anderem, wir wollen Handschellen klicken hören oder wer schweigt, macht sich mitschuldig. Aber auch Frieden statt Zwang oder kein Missbrauch der Corona-Pandemie für politische Zwecke. Weil die Politik uns über die Impfungen etwas aufgezwungen hat, was für viele von uns gefährlich ist, begründete ein Mann seine Teilnahme an der Demonstration. Und auch der Slogan Frieden schaffen ohne Waffen tauchte mehrfach bei Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Demonstration auf. In einer Kundgebung von 11 bis 13 Uhr äußerten sich mehrere Redner auf einer Bühne zur Impfpolitik in Deutschland während der Pandemie. Sie forderten unter anderem Strafverfahren gegen Politiker und Juristen, die sie als Täter bezeichneten, weil sie Entscheidungen rund um das Thema Impfen in Corona-Zeiten zu verantworten hätten. Und es war allen bekannt, dass die Impfungen Nebenwirkungen haben können, die schwere Gesundheitsschäden verursachen können. Bis hin zum Tod, begründete Mitorganisator Ralf Ludwig seine Einreichung von Strafanzeigen. So habe man sich entschieden, insgesamt rund 600 Strafanzeigen gegen Politiker, Richter und weitere Personen einzureichen, erklärte Ralf Ludwig und weitere Redner. Grund sei deren Mitwirken bei Entscheidungen rund um das Impfen. Man wolle diese nun wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzeigen. Um kurz vor 13 Uhr startete am Sonntag ein Umzug zum Bundesgerichtshof BGH mit zahlreichen Demonstrierenden, Fahrzeugen und lautstarken Musikgruppen. Am BGH wurde symbolisch ein Brief mit einer Strafanzeige eingeworfen. Wie wenig der scheinbare Einsatz gegen Antisemitismus verfängt, wenn er von Menschen kommt, die keine Probleme mit der Unterstützung einer Regierung haben, die nachweislich Genozid verübt, zeigte die geringe Resonanz einer sogenannten Demonstration gegen Antisemitismus in Berlin, die auch von bundesdeutschen Regierungskreisen unterstützt wurde. Der Stern berichtet. Gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus sind in Berlin mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. Unter dem Motto »Nie wieder ist jetzt« liefen sie bei teils strömendem Regen vom Großen Stern im Tiergarten zum Brandenburger Tor. Die Polizei sprach von etwa 3.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die privaten Veranstalter gingen von bis zu 11.000 aus. Die Veranstaltung war unter anderem von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, unterstützt worden. Der Publizist Michel Friedmann sagte mit Blick auf die Teilnehmerzahl unter Beifall, es sind zu wenige, die gekommen sind. Hinter einem Banner »Nie wieder ist jetzt, Deutschland steht auf« zogen die Menschen über die Straße des 17. Juni. In der ersten Reihe waren unter anderem Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU, der Schlagersänger Roland Kaiser und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, dabei. Ich erkenne zuweilen dieses Land nicht wieder. Es ist etwas aus den Fugen geraten, sagte der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster. Es ist noch die Gelegenheit, dies zu reparieren, doch dafür muss man sich auch eingestehen, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist, was man nicht hat sehen können oder wollen. Unterstützung gab es von SPD-Politiker Heil. Wir sind viele, aber zu viele Anständige sind zu leise, sagte er. Wir brauchen keine anständige, schweigende Mehrheit. Wir brauchen eine deutliche, laute Mehrheit, die jetzt aufsteht und nicht später. Es müsse Schluss sein mit
Antisemitismus. Wir müssen ernst machen damit, so Heil. Als Schirmherrin der Veranstaltung sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, Jüdinnen und Juden haben Angst und sie fühlen sich alleingelassen. Nicht nur Hass erzeugt dieses Gefühl, auch Schweigen und Gleichgültigkeit. Da ist ein kraftvoll sichtbares und lautes Zeichen wichtig. Auch der Schlagersänger Roland Kaiser sprach von der Hoffnung, dass von diesem Tag ein Signal ausgeht. Der israelische Botschafter Ron Prosser forderte mit Blick auf die weiter von der Hamas in Gaza festgehaltenen Geiseln aus Israel mit einem Sprechchor »Bring them home«. Nur wenige Kilometer weiter gab es einen Demonstrationszug unter dem Motto »Solidarität mit Palästina, keine Waffen für Genozid«. Die Polizei sprach dort von etwa 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts forderten die Demonstrierenden unter anderem einen Stopp von Waffenlieferungen an Israel. Auch Rüstungs- und Geheimdienstkooperationen mit dem Land sollten beendet werden. Neben Fahnen mit den palästinensischen Farben war unter anderem auch die Buchstabenkombination BDS zu sehen. BDS steht für Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Die Kampagne ruft zum Boykott des Staates Israel und israelischer Produkte wegen des Vorgehens gegen Palästinenser auf. In zwei Artikeln berichtet die Junge Welt über den SPD-Parteitag in Berlin. Die SPD wurde 1990 fast funktionslos. Zuvor sorgte sie maßgeblich dafür, dass die BRD sozialpolitisch tapeziert wurde, wobei die Existenz des realen Sozialismus hilfreich war. Die Partei sorgte seit den 50er Jahren für Ruhe im Land, wenn die Empörung über den Kriegskurs gegen die Sowjetunion überschwappte und die USA allzu offenherzig Westeuropa als atomares Schlachtfeld behandelten. 1998 gelangte die SPD wieder in die Bundesregierung und blieb dort bis heute, mit einer Unterbrechung von 2009 bis 2013. Das lässt darauf schließen, dass sie für die westlichen Führungsmächte und fürs deutsche Kapital einen Nutzen hat. Nach innen lässt sich der mit den Hartz-Gesetzen und der Etablierung des größten Niedriglohnsektors in Europa unter Gerhard Schröder 2005 umreißen. Außenpolitisch mit der tatkräftigen Unterstützung der Mitte der 90er Jahre beschlossenen NATO-Expansion Richtung Osten sowie der Mitwirkung beim Bombardieren Jugoslawiens und Afghanistans. Bei diesen Angriffskriegen mit antirussischen Komponenten sorgte die SPD zusammen mit Bündnis 90 Die Grünen dafür, dass es hierzulande nicht zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kam, so die dankbare FAZ 1999. Zugleich baute die SPD die wirtschaftliche Kooperation mit Russland aus. Die Kombination von Stagnation und sogar Rückgang der deutschen Reallöhne plus billigem Öl und Gas half der BRD, die Weltwirtschaftskrise rasch zu überwinden. Sie baute den Abstand zu Frankreich und Großbritannien in den Wirtschaftsleistungen kräftig aus. 2014 unterwarf sich die Regierung aus CDU, CSU und SPD allerdings dem Schwenk der USA in der Russlandpolitik und unterstützte nach kurzem Zögern die von Washington installierte rechte Putschistenklique in Kiew und deren Krieg gegen die eigene Bevölkerung im Donbass. Die Kooperation mit Moskau reduzierte sich mehr und mehr auf Energieimport, die Kündigung aller Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträge durch Washington wurden mitgetragen, ebenso wie der Rückgriff der NATO auf die atomare Erstschlagsdoktrin. Der Berliner SPD-Parteitag hat am vergangenen Wochenende die damit vorbereiteten Schlussfolgerungen besiegelt, die beim Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 aktiviert wurden. Die SPD bietet an, nach innen die Umstellung auf nicht fossile Energien ohne soziale Erschütterungen zu bewältigen. Nach außen will sie an der Spitze einer souveränen, es ist das meistgebrauchte Attribut im außenpolitischen Beschluss, EU, insbesondere Russland, bis hin in den Südkaukasus entgegentreten und letztlich einkreisen. Gemeint sind Militarisierung und Absage an die Formel des 2015 verstorbenen Egon Bahr, dass die USA unverzichtbar seien, Russland unverrückbar. Letzteres gilt nicht mehr. Das ist der Inhalt der Zeitenwende, dessen Zerfall. Es sei Zeit, heißt es nun mit Blick auf Putin und Trump, dass Deutschland Führung zeigt. Davon hatte die Welt bei weitem schon genug. Kritik am Kurs des Parteivorstandes blieb beim Bundesparteitag der SPD am Sonntag
in Berlin Mangelware. Nur von den Jusos kam ein wenig Widerspruch. So warf die nordrhein-westfälische Juso-Vorsitzende Nina Gädicke Bundeskanzler Olaf Scholz vor, für eine Abschiebeoffensive zu poltern. Ansonsten folgten die rund 600 Delegierten der Marschroute der letzten Jahre, sich stromlinienförmig hinter der Führung zu versammeln. Das Führungstrio aus dem Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken sowie Generalsekretär Kevin Kühnert wurde anstandslos wiedergewählt. Esken und Kühnert sogar mit deutlich besseren Ergebnissen als vor 2 Jahren. Und Scholz wurde für seine Rede mit minutenlangem stürmischem Applaus gefeiert. Beim Reizthema Asylpolitik vermied der Kanzler das Wort Abschiebung und verwendete lieber die schwammige Formel von der Begrenzung der irregulären Migration. Der Bewertung Geflüchteter ihrem wirtschaftlichen Nutzen entsprechend, setzte Scholz sich für die Einwanderung von Fachkräften ein. Mit Blick auf die schlechten Umfragewerte der SPD, sie liegt derzeit zwischen 14 und 17%, rief er seine Partei zur Geschlossenheit auf. Wir müssen zusammenhalten und einen klaren Kurs haben, sagte er. Die Attacken von FDP und CDU auf das Bürgergeld gaben Scholz die Gelegenheit, sich als Schutzherr des kleinen Mannes aufzuspielen. Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben, versprach er mit Blick auf die Haushaltskrise. Zugleich sprach er sich dafür aus, an den Maßnahmen gegen den Klimawandel und für die industrielle Modernisierung des Landes festzuhalten. Auch die Unterstützung der Ukraine müsse weitergehen. Wie die Milliardenlücke im Etat 2024 geschlossen werden soll, verriet der Kanzler nicht, gab sich aber zuversichtlich, dass es zu einer Einigung mit den Koalitionspartnern kommt. Der Parteitag machte sich in einem Beschluss indirekt für die Aussetzung der Schuldenbremse auch im Jahr 2024 stark. Verfassungsrechtlich vorgegebene Spielräume für den Haushalt müssten im Sinne der Bevölkerung genutzt werden, heißt es darin. Esken forderte in ihrer Rede deutlich mehr Mittel für den Bildungsbereich. Bildung sei die beste und wichtigste Investition in unsere Zukunft. Mit der Verabschiedung des Antrags sozialdemokratische Antworten auf eine Welt im Umbruch vollzog die Partei, was schon länger Regierungspolitik ist. In dem Papier ist von einer Führungsrolle Deutschlands in der Welt die Rede. Militär wird ausdrücklich als Mittel der Friedenspolitik anerkannt und zu Russland heißt es, solange sich in Russland nichts fundamental ändert, wird die Sicherheit Europas vor Russland organisiert werden müssen. Im Wahlprogramm von 2021 stand noch, Frieden in Europa kann es nicht gegen, sondern nur mit Russland geben. Scholz behauptete in seiner Rede, es sei der russische Präsident Wladimir Putin gewesen, der die Gaslieferungen gestoppt habe, verschwieg dabei, aber dass dies eine Reaktion auf westliche Sanktionen war. Für einen kleinen Eklat sorgten die Wahlen zum Parteivorstand. Als verkündet wurde, dass Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, die dafür erforderliche Stimmenzahl verfehlt habe, gab es Jubelrufe. Roth fällt in den sozialen Netzwerken immer wieder mit Äußerungen auf, die eine kritiklose Haltung zur Ukraine und Hass auf Russland verraten. Zuletzt zeigte er blinde Gefolgschaft zur israelischen Rechtsregierung. In der ZDF-Sendung Lanz erklärte er, dass die Zerstörung der Hamas unschöne Bilder aus Gaza produziere, müsse akzeptiert werden. Über das absolute Verbrenner aus, das sich nun abzeichnet, berichtet Business Insider. Die Bundesregierung versucht, ein absolutes Verbrennerverbot für Pkw zu verhindern. Anfang des Jahres rang Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, den übrigen EU-Staaten daher einen vermeintlichen Kompromiss ab. Der sah so aus, Deutschland stimmte zu, dass neu zugelassene Fahrzeuge ab 2035 kein CO2 mehr ausstoßen dürfen. Im Gegenzug sagte die EU-Kommission zu, sich um die Einführung einer neuen Fahrzeugklasse zu kümmern, die ausschließlich mit klimaneutralen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, betankt wird. Damit hätten Verbrennungsmotoren noch eine Zukunft, so das Kalkül. Unter den 27 EU-Staaten hatte der Plan allerdings keine Mehrheit. Bei einer Sitzung des Technical Committee of Motor Vehicles, TCMV, am vergangenen Dienstag erhielt der deutsche Vertreter keine Unterstützung von seinen europäischen Kollegen. Es ist aussichtslos, sagt eine mit der Diskussion vertraute Person.
Die Position von Deutschland bei E-Fuels spielt keine Rolle in Brüssel. Die Mehrheit der Länder ist für ein endgültiges Aus des Verbrenners. Dabei hatte Wissing jüngst noch angekündigt, dass die Zukunft des Verbrennermotors noch in diesem Jahr gesichert werden könne. Auf Anfrage äußerte sich das Bundesverkehrsministerium nicht zu dem Verlauf der Sitzung. Ein Sprecher sagte, die Europäische Kommission hat für den zuständigen Komitologieausschuss TCMV, in dem das Bundesverkehrsministerium federführend für die Bundesregierung vertreten ist, einen Verordnungsvorschlag vorgelegt. Dieser wird derzeit mit den Mitgliedstaaten verhandelt. Die Diskussionen hierzu sind noch nicht abgeschlossen und werden Anfang kommenden Jahres fortgesetzt. Es ist äußerst fraglich, ob sich in den nächsten Monaten noch ein neuer Lösungsweg eröffnet. Dies könnte bei den anstehenden Diskussionen zur neuen Abgasnorm Euro 7 theoretisch geschehen. Klar ist aber, das Zeitfenster für eine Entscheidung schließt sich. Industrie und Investoren brauchen schnellstmöglich Rechts- und Planungssicherheit. Über die fortgesetzte Subventionierung schmutzigen und umweltschädlichen LNG-Gases schreibt die FAZ. Der Bund hat den Bau der Anbindungsleitung für das entstehende Rügener Terminal für Flüssigerdgas LNG mit knapp 1,4 Milliarden Euro abgesichert. Das Unternehmen Cascade brauche die 1,38 Milliarden Euro als Garantie, um die Finanzierung auf die Beine zu stellen. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Live Erik Holm hervor. Darin heißt es, es sei unwahrscheinlich, dass die Garantie fällig werde, da die Bundesnetzagentur dem Gasnetzbetreiber Cascade bereits in Aussicht gestellt habe, die Bau- und Nebenkosten über die Netzentgelte wieder hereinholen zu können. Dieses Umschlagen auf Netzentgelte ist üblich. Holm wertete das Engagement als Grund dafür, dass der Bund an dem Terminal festhält. Der Bund steckt finanziell zu tief drin. Das Risiko einer milliardenschweren Investitionsruine ist groß. Für die Versorgungssicherheit werde das Terminal nicht gebraucht. In der Antwort des Ministeriums heißt es, das Terminal in Mukran wird im Wesentlichen durch die Vorhabensträger Deutsche Regas und Cascade realisiert und finanziert. Cascade baut die rund 50 Kilometer lange Anschlusspipeline vom Festland, während die Deutsche Regas die Spezialschiffe zur Anlandung, Umwandlung und Einspeisung des Gases betreiben und auch bestimmte Bauarbeiten im Hafen übernehmen soll. Für den darüber hinausgehenden Ausbau des Hafens Mukran stellt der Bund dem Land nach eigenen Angaben rund 36 Millionen Euro zur Verfügung. Im Bundeshaushalt 2023 und im Entwurf für 2024 seien zudem zusammen insgesamt rund 117 Millionen Euro für Charterkosten für das Schiff Transgas Power veranschlagt. Seit September 2023 könne sich der Bund diese Kosten von der deutschen Regas erstatten lassen. Die Firma habe das Schiff angemietet. Es soll ab Anfang kommenden Jahres in Mukran als schwimmendes Terminal eingesetzt werden, wurde zuletzt weiter verchartert und war als LNG-Tanker unterwegs. Nach einem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts muss die Koalition Milliardenlöcher im Bundeshaushalt 2024 stopfen. Die Verhandlungen darüber laufen noch. Der Haushalt soll nicht mehr in diesem Jahr vom Bundestag beschlossen werden. Der Bau der Anbindungspipeline findet sich auf der Zielgeraden. Für die Stationierung von zunächst einem und später zwei geplanten Terminalschiffen und deren Betrieb läuft das Genehmigungsverfahren noch. Kritiker sehen die Umwelt und den Tourismus durch das Terminal bedroht. Der Bund hält es unter Verweis auf die Energieversorgungssicherheit für notwendig. Das neu gegründete Bündnis Sarah Wagenknecht hat bestätigt, unter anderem Spenden aus dem Ausland bekommen zu haben. Insgesamt seien dem Verein mittlerweile mehr als 1 Million Euro gespendet worden, berichtet der MDR. Nach einem Bericht über Spenden aus dem Ausland hat das Bündnis Sarah Wagenknecht BSW weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Wie der Schatzmeister der neu gebildeten Gruppe Ralf Suikart mitteilte, erhielt der Verein insgesamt 17.000 Euro von Nicht-EU-Staaten. Das seien rund 1,5% der Gesamtspenden. Inklusive der EU-Länder seien etwa 3,4% der Gelder aus dem Ausland gekommen.
Unter anderem kämen 7.086 Euro aus den Vereinigten Staaten und exakt 75 Euro mit einem Hinweis auf Russland, sagte Suikard. Wir möchten glaubwürdig versichern, dass uns die US-Spenden nicht zu Biden-Fans machen und die 75 Euro auch nicht zu Freunden Putins. Das Bündnis sammelte in knapp 7 Wochen insgesamt rund 1,1 Millionen Euro. Darunter sollen auch Großspenden in Höhe von 20.000 und 50.000 Euro gewesen sein. Suikard zufolge soll bald eine 7-stellige Summe erreicht werden. Er betonte, dass sich das Bündnis an die Regelungen aus dem Parteiengesetz halte und keine Einzelspenden aus dem Ausland über 1.000 Euro annehme. Beiträge über 1.000 Euro, die ohne vorherige Absprache aus dem Ausland überwiesen wurden, werden wir deshalb zurücküberweisen, heißt es dazu auf der BSW-Website. Bislang ist das Bündnis noch ein Verein. Das BSW war Ende September gegründet worden und soll die Gründung einer Partei vorbereiten. Die ersten Landesverbände der künftigen Partei sollen zunächst in Thüringen, Brandenburg und Sachsen gegründet werden. Dort stehen im kommenden September Landtagswahlen an. Außerdem will Wagenknecht an der Europawahl im Juni teilnehmen. Es folgen internationale Meldungen. Neuer Konflikt am Horizont. Über den drohenden Konflikt zwischen Guyana und Venezuela berichten die Nachdenkseiten. Die Ankündigung der venezolanischen Regierung, das völkerrechtlich umstrittene Essequibo-Gebiet künftig als venezolanisches Staatsterritorium zu behandeln, sorgt für Unruhe in der Region. Am Dienstag hatte Präsident Nicolas Maduro eine Reihe von Maßnahmen verkündet, um das Referendum über den Territorialkonflikt mit Guyana vom vergangenen Sonntag umzusetzen. Guyana wiederum erschwert mit Vergabe von Ölförderlizenzen die einvernehmliche Lösung des Territorialkonflikts. Das venezolanische Parlament verabschiedete am Mittwoch in erster Lesung einstimmig ein Gesetz, das die Schaffung des Bundesstaats Guayana Essequiba vorsieht. Zudem wies Maduro die staatlichen Erdöl- und Rohstoffkonzerne PDVSA und CVG an, Ableger für den Essequibo zu gründen, sowie Förderlizenzen für Erdöl, Gas und Mineralien zu vergeben. Die militärische Präsenz nahe des Gebietes solle außerdem verstärkt werden. In einer rechtlich nicht bindenden Abstimmung hatten sich am Sonntag laut offiziellen Angaben 10,43 Millionen Wähler beteiligt und zu gut 95% die Position der venezolanischen Regierung unterstützt. Da der nationale Wahlrat CNE keine detaillierten Ergebnisse veröffentlicht hat, ist eine transparente Überprüfung der Angaben nicht möglich. Der guayanische Präsident Ali Irfan bezeichnete die von Maduro verkündeten Maßnahmen in einem Videostatement als direkte Bedrohung für Guyana, seine territoriale Integrität, Souveränität und politische Unabhängigkeit. Es handle sich um eine Verletzung grundlegender Prinzipien des internationalen Rechts und der Anordnungen des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag. Dessen Zuständigkeit für den Fall erkennt Venezuela jedoch nicht an. Am vergangenen Freitag hatte der Gerichtshof beide Parteien dazu aufgerufen, jegliche Aktionen zu unterlassen, die den Status quo verändern sollen, solange der Fall gerichtlich nicht geklärt ist. Ali kündete zudem an, den Fall vor den UN-Sicherheitsrat zu bringen. Die guayanischen Streitkräfte seien in Alarmbereitschaft versetzt worden und stünden in Kontakt mit militärischen Partnern, darunter auch dem US-Südkommando, US Southcom. Die venezolanische Regierung kritisierte Guyana harsch dafür, grünes Licht für die Präsenz des US Southcom in Essequibo gegeben zu haben und warnte vor der Installierung von US-Militärbasen in der Region. Am Donnerstag bestätigte die US-Botschaft in Guyana die Durchführung gemeinsamer Übungsflüge des US Southcom und der Guyana Defense Force, GDF. Die brasilianische Regierung stärkte indes ihre Militärpräsenz im Grenzgebiet zu Venezuela und Guyana, sprach sich deutlich gegen eine weitere Eskalation aus. Die Regierungen Venezuelas und Guyanas einigten sich am Mittwoch darauf, ihre Kommunikationskanäle offen zu lassen. Der venezolanische Außenminister Ivan Gil und sein guyanischer Amtskollege Haftot führten ein Telefongespräch über den Territorialstreit. Mit Ausnahme einer Flussinsel wird das dünn besiedelte 160.000 Quadratkilometer große Essequibo-Gebiet, etwa die Größe Tunesiens, von Guyana verwaltet. Die staatliche Präsenz ist allerdings sehr gering.
Der Essequibo macht etwa zwei Drittel von Guyanas deklariertem Staatsgebiet aus, besteht überwiegend aus schwer zugänglichem Waldgebiet und hat knapp 130.000 Einwohner. Diese sprechen überwiegend Englisch, aber auch andere Sprachen. In der Essequibo-Region leben mindestens 9 indigene Gruppen, von denen sich mehrere auf beiden Seiten der Grenze bewegen. Zudem sind Goldsucher aus Brasilien und Venezuela in dem rohstoffreichen Gebiet aktiv. Die Meinung der lokalen Bevölkerung spielt in dem alten Konflikt bisher keine Rolle. Im 18. Jahrhundert zählte Spanien das Gebiet zu seinem Kolonialreich. An Brisanz gewann der Konflikt ab 2015, als ein Konsortium um den US-Konzern ExxonMobil große Erdölvorkommen und Gasvorräte vor der Küste entdeckte. Guyana hat dem Konsortium dem mit der China National Offshore Oil Corporation CNOOC, auch ein chinesischer Staatskonzern angehört, bereits Förderlizenzen zur Ausbeutung des Stabroek-Blocks vor der Küste des Essequibo erteilt. Bis 2027 will das kleine Land 1,2 Millionen Barrel Erdöl am Tag produzieren. Momentan sind es zwischen 300.000 und 400.000. Die geplante Vergabe weiterer Konzessionen hat den Streit weiter angefacht. Bis zum letzten Palästinenser. Über die Entwicklung des israelischen Genozids an den Palästinensern im Gaza berichten Junge Welt und die Tagesschau. Das Gesundheitssystem im Gazastreifen bricht zusammen. Davor warnte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, bei einer am Sonntag abgehaltenen Dringlichkeitssitzung des WHO-Exekutivrats. Von den 36 Krankenhäusern der Küstenenklave seien nur noch 14 teilweise funktionsfähig, aber völlig überlastet. Sie verfügten über keine Vorräte mehr und beherbergten zudem tausende Vertriebene. Im Gazastreifen breiten sich epidemische Krankheiten wie blutige Diarrhoe, Gelbsucht, Hepatitis, Krätze und Atemwegserkrankungen aus. Sauberes Wasser steht dort faktisch nicht mehr zur Verfügung. Und alle wichtigen Sanitäranlagen sind außer Betrieb. Die Hilfsorganisation Oxfam bezeichnet die humanitäre Lage in dem Gebiet, das eines der am dichtesten besiedelten der Welt ist, als apokalyptisch. Über 17.700 Menschen sind dort bereits ums Leben gekommen. 70% davon Kinder und Frauen. Unzählige werden unter den Trümmern bombardierter Häuser noch vermisst. Martin Frick, Leiter des Berliner Büros des UN-Welternährungsprogramms WFP, nannte am Wochenende Hunger eine der größten Gefahren. Man könne der notleidenden Bevölkerung kaum noch humanitäre Hilfe leisten. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Seit Kriegsbeginn am 8. Oktober seien insgesamt nur gut 1.800 Lastwagen in den Gazastreifen gelangt. Zuvor seien es 10.000 pro Monat gewesen. Auch die Verteilung vor Ort geschehe unter Lebensgefahr. Man habe in diesem Krieg bereits über 100 Kolleginnen und Kollegen verloren. Die Gefahr, dass humanitäre Hilfsgüter in die Hände der Hamas gelangen, sieht Frick hingegen kaum. Man habe sehr robuste Systeme und wisse, dass unsere Hilfe wirklich an die Menschen kommt, die es am nötigsten haben. Derweil nehmen die Feuergefechte zwischen der israelischen Armee und der Hamas sowie die Luftangriffe auf den Gazastreifen ein weiteres Mal an Intensität zu. Das israelische Militär rief auf X dazu auf, weitere Teile von Khan Yunis, der größten Stadt im Süden, dringend zu evakuieren. Verletzte konnten Notaufnahmen wegen Beschusses nicht erreichen. Am Sonntag dankte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu der US-Regierung für wichtige Munition für die Fortsetzung des Gazakriegs. In Washington war mithilfe einer Dringlichkeitsklausel im Waffenexportkontrollgesetz beschlossen worden, am Kongress vorbei 14.000 Schuss Panzermunition an Israel zu verkaufen. Netanyahu dankte US-Präsident Joseph Biden außerdem für das US-Veto im UN-Sicherheitsrat, das am Freitag eine von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebrachte Resolution für eine humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen verhindert hatte. Großbritannien hatte sich bei der Abstimmung enthalten, alle anderen Mitglieder stimmten zu. Die US-amerikanische Unterstützung des israelischen Kriegs gegen den Gazastreifen kritisierten am letzten Samstag auch die Ansarollah Houthis,
die große Teile des Jemen kontrollieren und schon seit Ende Oktober israelisches Gebiet sowie Schiffe mit Israel-Bezug angreifen. Die de facto Herrscher des Nordjemen drohten, man werde fortan neben Frachtern in israelischem Besitz auch alle Schiffe mit dem Ziel Israel an der Durchfahrt durchs Rote Meer hindern, bis den Menschen im Gazastreifen Nahrungsmittel und Medikamente zur Verfügung gestellt würden. Nur Frachtern, die Hilfsgüter für den Gazastreifen lieferten, werde die Durchfahrt gewährt. Am Montagmittag in Khan Yunis, der größten Stadt im Süden des Gazastreifens, immer wieder durchbrechen heftige Maschinengewehrsalven das beständige Brummen der israelischen Drohnen. Die Straßen menschenleer, nur ein einsamer Eselkarren ist zu sehen, der von einer Frau gelenkt wird und auf dem zwei Kinderkörper liegen. Aufnahmen, die das ARD-Studio Tel Aviv aus eigenen Quellen erhalten hat. Israelische Einheiten, auch mit Panzern, hätten die Innenstadt von Khan Yunis erreicht, meldet die israelische Armee. Erneut waren Einwohner weiterer Stadtteile aufgefordert worden, das Kampfgebiet so rasch wie möglich zu verlassen und in Richtung Al-Mawasi zu flüchten, einer humanitären Zone am Strand. Doch suchen seit Tagen schon mehrere 10.000 Menschen unter freiem Himmel Schutz vor den Kämpfen. Mit eigenen Mitteln werden Plastikzelte errichtet. Wasseranschlüsse und sanitäre Einrichtungen gibt es nicht. Zum dritten Mal sei sie mit ihren Kindern und Nichten aus Schutzquartieren geflohen. In Rafah habe sie keinen Platz mehr gefunden. Dort sei alles völlig überfüllt, sagte Amani Abu Sultan der ARD. Nachts werde es sehr kalt. Zu fünft lägen sie unter einer Decke. Philipp Lazzarini, der Chef der UNWRA, des UN-Hilfswerks für die Palästinenser, forderte erneut eine sofortige Waffenruhe. Diese sei nötig, um die Hölle auf Erden im Küstenstreifen zu beenden. Die Lage sei in jeder Hinsicht schlimmer, als er es je zuvor gesehen habe. In einem Artikel in der Los Angeles Times warf er der israelischen Regierung vor, die palästinensische Bevölkerung aus dem Gazastreifen nach Ägypten vertreiben zu wollen. Ähnliche Aussagen kamen auch vom jordanischen Außenminister Ayman Safadi. Israels Regierungssprecher Eilon Levy wies diese Erklärungen zurück. Das sind natürlich ungeheuerliche und falsche Anschuldigungen. Am Morgen hatte Premierminister Benjamin Netanyahu vor Beginn der Kabinettssitzung erklärt, dass Israel den Krieg im Norden wie im Süden des Gazastreifens fortsetzen und intensivieren werde, um alle Ziele zu erreichen. Die Zerstörung der Hamas, Rückkehr aller Geiseln und Sicherstellung, dass Gaza nie wieder eine Gefahr für Israel darstelle. Netanyahu sagte weiter, eine weitere Ladung wichtiger Munition für die Fortsetzung des Krieges werde heute eintreffen. Sie ist im Grunde bereits hier. Ich danke Präsident Biden, mit dem ich am Freitag über die richtige und gerechte Haltung der USA im UN-Sicherheitsrat gesprochen habe und natürlich über die materielle Unterstützung, die die USA den IDF zukommen lassen. Die US-Regierung hatte am vergangenen Sonntag die Freigabe von rund 14.000 Panzergranaten im Wert von 106 Millionen erteilt für eine unmittelbare Lieferung nach Israel. Wahre Freunde erdolchen einen von vorn. Dieses Zitat geht auf den US-amerikanischen Schriftsteller Oscar Wilde zurück. Im Umkehrschluss sagt er, dass ein falscher Freund einen von hinten erdolcht. Diesem Schicksal sieht die in den Stellvertreterkrieg gegen Russland getriebene Ukraine nun entgegen. Telepolis und unsere Zeit berichten. Die Winteroffensive der Ukraine ist bislang erfolglos geblieben. Ein Scheitern zeichnet sich ab. Während dieser Umstand in den politischen Diskurs Deutschlands kaum Einklang findet, stellt sich die Erkenntnis im europäischen Ausland ein. Der politische Waffenstillstand in der Ukraine ist beendet, schreibt der spanische Journalist Christian Segura in der Tageszeitung El País. Die Ukraine, fügt Segura an, blickt einer düsteren Zukunft auf dem Schlachtfeld entgegen. Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, erhebt schwere Vorwürfe gegen Präsident Zelensky und beschuldigt ihn, zu viel Macht an sich zu ziehen und das Land auf einen autoritären Weg zu führen. El País verweist auf ein selten kritisches Interview im deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Man würde sich nicht mehr von Russland unterscheiden, wenn alles von der Laune eines einzigen Mannes abhänge. Die politische Landschaft der Ukraine, bereits durch die russische Invasion am 24. Februar erschüttert, stehe vor neuen Umbrüchen, schätzt der Ukraine-Kenner Segura ein. Klitschko
der seit 9 Jahren Kiews Bürgermeister ist und einst als Präsidentschaftskandidat antrat, habe in 2 Interviews eine neue kritische Phase im politischen Leben des Landes eingeläutet. Klitschko nutzte die wachsende Unzufriedenheit in der Gesellschaft und kritisierte Selenskyj dafür, dass er das Land nicht angemessen auf die russische Invasion vorbereitet habe. In einem Interview mit dem Schweizer Nachrichtenportal 20 Minuten CH äußerte Klitschko: Die Leute fragen sich, warum wir nicht besser auf diesen Krieg vorbereitet waren. Warum Selenskyj bis zum letzten Moment geleugnet hat, dass er kommen würde. Oder wie die Russen so schnell nach Kiew kommen konnten. Der ehemalige Schwergewichtsbox-Champion und Oppositionsführer beklagte auch, dass Selenskyj die Macht monopolisiere und die Regierung sowie die Rada, das ukrainische Parlament, in dem seine Partei die absolute Mehrheit hat, in den Hintergrund dränge. Klitschko betonte, dass in der zunehmend zentralistisch geprägten Ukraine die einzige Gegenmacht die Stadträte seien. Inmitten des für die Ukraine nicht gut laufenden Kriegs mehren sich zudem Anzeichen dafür, dass es zu einem ernsthaften Zerwürfnis zwischen der Selenskyj-Führung und der Armee gekommen ist. Es verdichten sich die Hinweise, dass es zu einem Vertrauensbruch zwischen Präsident Selenskyj und seinem Oberbefehlshaber Valery Saluschny gekommen ist, schreibt die Ukrainska Pravda unlängst. Schon seit einiger Zeit schien das Verhältnis belastet. Doch nach offener Kritik Saluschnys an politischen Entscheidungen der Regierung scheint der Bruch nun immer offenkundiger. Gegenüber dem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin habe Saluschny beklagt, das Präsidialamt mische sich zunehmend in seine Kompetenzen ein. Die Zeitung zitierte mehrere Vertraute des Generals, denen zufolge Saluschny von der politischen Führung übergangen werde. Statt mit ihm als Oberbefehlshaber kommuniziere Präsident Selenskyj derzeit direkt mit dem Kommandeur der Landstreitkräfte Oleksandr Sirski und mit dem Chef der Luftwaffe Mikola Oleschuk. Im November vergangenen Jahres hatte der General gegenüber The Economist erklärt, es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich die Lage an der Front zugunsten der Ukraine verändern würde und sich das Land auf einen langfristigen Krieg einstellen müsse. Selenskyj wies die Behauptungen von Saluschny öffentlich zurück und argumentierte, die Front sei nicht festgefahren und die Ukraine brauchen keine negativen Nachrichten. In diesem Streit unterstützte Klitschko den General. Er hat die Wahrheit gesagt, sagte Klitschko im Gespräch mit 20 Minuten CH. Manche wollen die Wahrheit vielleicht nicht hören, aber wir können unser Volk und unsere Partner nicht ewig belügen. Im Sommer diskutierte Selenskyjs Team, ob es eine gute Idee sei, nach der Verfassungsreform Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abzuhalten. Doch obwohl Selenskyj die Wahl wahrscheinlich gewinnen würde, zeigten Umfragen, dass die Bevölkerung aufgrund der Herausforderungen, die die Mehrheit der Stimmen einschränken würden, nicht zu den Urnen gehen will. Zum Beispiel, weil die von Russland besetzten Gebiete nicht wahlberechtigt wären und auch Millionen von Ukrainern, die ins Ausland gezogen sind, nicht wählen dürften. Für Selenskyj bestehe das Problem darin, dass seine Zustimmungswerte immer weiter sinken, je mehr Zeit vergeht. Die Economist veröffentlichte letzte Woche eine Umfrage, die nur 30% Unterstützung für Selenskyj ergab, verglichen mit 70% für Saluschny. Der Economist berichtete auch, dass Saluschny von der ukrainischen Präsidentschaft unter Druck gesetzt wurde, seine öffentlichen Interviews einzuschränken. Quellen, die dem Oberbefehlshaber nahestehen, sagten dieser Zeitung im April letzten Jahres, dass das Büro des Präsidenten von Saluschny verlange, nicht mit den Medien zu sprechen, um seine Popularität einzuschränken. Unterdessen untergraben nach dem Bericht von El País Korruptionsfälle und schlechte militärische Ergebnisse an der Front Selenskyjs Popularität. Die im Juni begonnene ukrainische Gegenoffensive ist gescheitert und der Feind rückt an den Fronten von Donetsk und Charkiw vor. Umfragen zufolge ist die Bevölkerung es leid, Opfer zu bringen und weiter gegen Russland zu kämpfen. Sowohl Klitschko als auch Honcharenko sind nationalistischere Politiker als Selenskyj und noch weniger geneigt, Russland irgendwas zuzugestehen. Aber es gibt auch andere Politiker, die die Aufnahme von Friedensverhandlungen befürworten und die zunehmend an Bekanntheit gewinnen. Der prominenteste von ihnen ist Oleksiy Arestowitsch, ein ehemaliger Vertrauter von Selenskyj. Die Verbündeten Kiews sind offenbar ähnlich hin- und hergerissen wie die befragten Ukrainer, schreibt die Zeitung Unsere Zeit. Noch am 19. Oktober schien der Westen unerschütterlich, beantragte Joseph Biden 61,4 Milliarden US-Dollar neuer Militärhilfe beim Kongress und nannte das
das eine schlaue Investition. Am 4. Dezember aber veröffentlichte das Weiße Haus einen Brief der Direktorin des US-Haushaltsamtes Shalanda Yang, in dem sie zur Hilfe für Kiew mitteilte, wir haben kein Geld mehr und fast keine Zeit mehr. Sollte die Waffenlieferungen unterbrochen werden, werde das die Ukraine auf dem Schlachtfeld in die Knie zwingen. Das steigere auch die Wahrscheinlichkeit russischer Siege. Wie in Zelenskys Marionettenklicke über solche Unzuverlässigkeit gedacht wird, hatte einer seiner engsten Vertrauten, der Fraktionsvorsitzende der Zelensky-Partei, Diener des Volkes, in der Verkhovna Rada, David Achamia, am 24. November in einem Interview mit dem Kiewer Fernsehsender 1+1 ausgeplaudert. Biden wende sich wegen der Juden und der jüdischen Lobby in den USA von Kiew ab. Juden seien in den USA auf allen Ebenen und in allen Entscheidungszentren stark vertreten und übten Druck aus, um den Kampf gegen Wladimir Putin herunterzustufen, damit die Unterstützung für Netanyahus Krieg in Gaza Vorrang habe. Marionetten zu Besuch. Über den Besuch einer Delegation der demokratisch nicht legitimierten EU-Kommission in Beijing berichtet Telepolis. Wenig Annäherung hat am Donnerstag ein sino-europäischer Gipfel in Beijing gebracht. Die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen war gemeinsam mit dem Ratspräsidenten Charles Michel und dem Hohen Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell in den fernen Osten gereist. Dort führte das Trio mehrere Gespräche mit Chinas Präsidenten Xi Jinping, dem neuen Premierminister Li Qiang und dem neuen alten Außenminister Wang Yi. Die Plattform Euraktiv berichtet, dass sich die Gespräche vor allem um Strafzölle und die unausgeglichene Handelsbilanz der Union drehten. Von der Leyen sprach von unfairem Wettbewerb, der die Position der europäischen Industrie untergrabe. Das könne nicht toleriert werden. Die chinesische Seite kritisierte ihrerseits die laufenden Prüfverfahren für Strafzölle, unter anderem für Solaranlagen und Elektroautos, und mahnte Augenmaß an. Xi betonte, dass sein Land gewillt sei, die EU zu einem Schlüsselhandelspartner zu machen. Die beiden Seiten sollten einander nicht als Rivalen sehen und nicht konfrontativ begegnen. Neben dem handelspolitischen Streit treibt die EU auch Chinas Beziehungen zu Russland um. Trotz eindeutiger Distanzierung von Russlands Krieg gegen die Ukraine und trotz Beijings Bemühungen zur Vermittlung wirft die Brüsseler Kommission der Volksrepublik weiter Unterstützung Russlands vor. Es hat den Anschein, als wären EU-Kommission und die Berliner Regierung erst zufrieden, wenn China seine Beziehungen zu Russland in Frage stellt und sich den Sanktionen der NATO-Staaten gegen Moskau anschließt. Damit würde es allerdings nicht nur die Energiepreise im Inland wie auch auf dem Weltmarkt in schwindelerregende Höhen treiben, sondern sich auch dem Westen unterordnen. Erwartungsgemäß gab es also in der Russland-Frage keine Annäherung. Das waren einige Meldungen der Woche. Die aktuelle Kamera verabschiedet sich, wünscht Ihnen noch einen schönen Abend, ein schönes Restwochenende und trotz alledem eine gute Woche.